Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Empires of the Undergrowth. Das ist ein Early Access Spiel, das habe ich gefunden. Das habe ich kurz angespielt und das hat mir sehr viel Freude gemacht und die würde ich gerne mit euch teilen. Das ist hier eine Ameisenkolonie. Wir beginnen einen neuen Spielstand, eine neue Kolonie. Da nehmen wir, welche Farbe haben denn unsere Ameisen? Ich würde mal sagen grün. Grün finde ich toll. Ach Gott, wie heißt denn meine Kolonie? So. Dann fangen wir damit mal an. Ja, also wie gesagt, das ist Early Access. Wir spielen eine Ameisenkolonie. Hier ist unsere Ameise. I see the Queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica Fusca and observe the reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. Also, wir haben hier unsere Königin und die hat hier ihre Arbeiter und Ziel ist jetzt, hier eine Kolonie zu bauen. Das ist im... Now, my little ants, you need space to grow. Dig, dig, dig. Und das ist so ein bisschen Dungeon Keeper-mäßig. Wir brauchen Platz zum Wachsen. They are beginning to expand their territory. Excellent news. So, willkommen in deinem Formicarium. Ja, das ganze Spiel ist auf Englisch, was das Erzählen angeht. Die Texte und Fenster und alles andere ist auf Deutsch verfügbar. Und da kann man also auch prima mit den ganzen Hilfetexten zusammenkommen, wenn man jetzt das Englisch nicht versteht, was die da erzählen. So, hier erscheinen von Zeit zu Zeit Benachrichtigungen mit einem I-Symbol. Ne, wir haben ein Glühlampensymbol. Oder Tipps. Ah, mit der Glühlampe, alles klar. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um es zu entfernen oder deaktiviere diese Information. Zack, zack, weg ist es. So, okay. Wir sollen Felder anklicken, das haben wir schon gemacht. Wenn wir kein aktives Werkzeug haben, meine Arbeiter krabbeln dahin und arbeiten. Direkt südlich von deiner Königin ist etwas Nahrung in einem grünen Umkreis markiert. Versuche, die Felder zwischen deiner Königin und der Nahrung auszugraben. Ah, okay. Einfach mit der Maus an den Bildschirmrand fahren, dann scrollt das von alleine. So, die Ameise bringt die Nahrung automatisch in unser Lager. Das sollten wir vielleicht mal ein Essenslager bauen. Ah, da schlüpfen neue Ameisen. So. Und da haben wir unsere Speisekammer. Das ist doch schon einmal ein Anfang. So, wir sollen neue Arbeiterinnen produzieren. Und wir brauchen eine Kinderstube, um die Formica Fusca Arbeiterinnen zu bauen. Alles klar. Dann bauen wir doch mal noch hier die Arbeiter. Jetzt baut man idealer Wabenweise wabenförmig, damit die aneinander stoßen. Das gibt dann Boni. So, Kinderstube, Beschleunigungsfeld,
Arbeiterameise. Hätte man natürlich auch hier um die Königin drum bauen können. The queen has begun to lay new eggs. Kann man das wieder abreißen? So. Okay, wir haben Arbeiter. Gut, okay, die Eier, das sind diese weißen Dinger um der Königin drumherum und die werden dann auf die Kinderstuben getragen. Alles klar. Ach ja, okay, vielleicht war das doch keine gute Idee, die Kinderstuben um die Königin drumherum zu bauen, weil die Ameisen langsam laufen, wenn sie über die Kinderstuben latschen. Kriegen wir eigentlich Ressourcen zurück, wenn wir das zerstören? Ja. So, dann bauen wir unsere Ameisen doch wieder hier rein. So. Und in der Mitte siehst du eine Pheromonmarkierung, Zuweisungsfeld. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5. Deine Ameisen werden hier in Gruppen angezeigt, basierend auf ihren Räumen. Wenn du den Mauszeiger überwegst, wird ihr Raum markiert. Ziehe deine Ameisen aus der Nestgruppe in die erste Gruppe. Dann klicken wir mit der rechten Maustaste auf ein angegebenes Feld. Dann ausgegraben ist, dann haben wir eine Markierung. Okay, dann nehmen wir doch mal die Arbeiter hier, packen die hier rein und jetzt laufen die darüber. In der Theorie zumindest mal. Ah, die sind noch nicht geschlüpft, die werden erst hier 0 von 7. Da werden erst die Eier aufgefüllt. Da kommen sie. Und schon rennen sie auf die 7 zu. Okay, kann ich das auch wieder demarkieren? Nee, egal. So vielleicht. Ah, hier, okay. Jetzt ist er wieder weg. Nächste Hilfe. Oben links siehst du den Level-Auswahl-Dialog. Hier kannst du die 5 Levels sowie Formikariums Herausforderungen sehen. Ja, das ist hier oben. Deine Formikariumskolonie wird auf die Probe gestellt und so weiter und so fort. Das ist wohl das Progressmenü. Hier sind die Herausforderungen, alles klar. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen erstmal unser Zuhause bauen. Die ganz linke Gruppe in deinem Pheromonmarkierungsklasse ist die Nestgruppe, das ist die hier. Arbeiterinnen in dieser Gruppe erledigen Arbeiten im Nest. Sie werden graben, Eier in die Kinderstube tragen, Feldverbesserungen bauen. Ja, das finde ich okay. Dafür sind es ja auch die Arbeiter. Öffne oben links den Level-Auswahl-Dialog, sobald du bereit bist, und wähle ein Level, das du spielen möchtest. Als ersten Level empfehlen wir ein neues Zuhause. Ja, dann nehmen wir doch erstmal unsere Ameisen und laufen mit denen hier spazieren. Hier ist ein Ausgang, kann man den aufschippen? Okay, aufgeschippt ist, aber wir kommen nicht raus. Ah, hier kommen wir raus, okay. Hallo, guten Tag. Auch hier sind Kieselsteine. Okay, hier ist noch nicht wirklich was zu sehen. Und rausgehen wollen sie auch nicht. Ach so, ich habe ja keine Ameisen in der Gruppe. Macht auch Sinn. Gut, dann gehen wir mal ein neues Zuhause spielen. Neues Zuhause. Schwierigkeit leicht.
Belohnungen. Belohnung erhält einen einmaligen Bonus für erstmaliges Spielen. Mittel? Wahnsinn. Wir sind nicht wahnsinnig. Wir probieren das jetzt erstmal aus. So. This Formica Fusca Queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Okay, wir sollen Futter suchen und unsere dicke Ameise hier weiter füttern. Wir müssen allerdings vorsichtig sein, hier sind Feinde unterwegs. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Klar. So, also diese Maden da, die sind hervorragendes Essen für unsere Kolonie. Die werden geschlachtet und entsprechend eingelagert. So, da haben wir die Speisekammer. Dann geht's hier weiter zu den nächsten Larven. Dann brauchen wir eine Kinderstube für die Arbeiter. Die machen wir hier runter. Eins, zwei, drei. Hier. So, hier haben wir Arbeiter. Hier sind Ausrufezeichen, hier werden Feinde sein. Hier sind mehr Feinde, hier sind noch mehr Feinde. Hier drüben sieht's aus, als wären keine Feinde. Wir brauchen unbedingt Ameisen, die uns verteidigen können. Die können wir auch hier bauen. Das sind Grauschwabe, Ameisen, Kinderstuben, whatever. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Ach, wir haben kein Essen mehr, um mehr von diesen Dingern zu bauen. So, hier haben wir Essen. Da jetzt noch Arbeiter bauen. Wir haben 14 von 14 Arbeitern. Eigentlich brauchen wir keine Arbeiter mehr. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Geduld von den Kampfameisen. Können wir auch einen Highway bauen eigentlich. So, jetzt, wenn ich euch hier hinsetze, dann sammelt ihr doch Essen ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das machen die auch schön brav. Die sind ganz schön teuer, die Kinderstuben für die Kampfameisen. So, jetzt müssen wir uns irgendwie
an unseren ersten Kampf heranwagen. Vier von fünf. Fünf von fünf, so, es sind geschlüpft. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. Haben wir doch geschafft. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Das werden wir doch hier gleich nochmal. Hier runtergehen und auch kämpfen. Da können wir eigentlich die Arbeiter und die Kämpfer in eine Gruppe tun. Da haben wir da unten viel Ameisenpower. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. If the ants are disturbed, the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. So, da haben wir dann schon vier Stück, nee, drei Stück. Graben wir mal hier auf, damit die nicht zu schnell zu nah an die Königin kommen. So, hierher, meine Freunde. There are intruders in the nest. Nee, 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 das sind ja die Falschen. Aufhören. Das sind Arbeiter. Ich will doch Krieger. Geht noch ein Krieger? Ja, da geht noch was. 133 essen. Gott, wir haben wieder ganz viele. Außerhalb des Formikariums, das gab es kostenlos. Es gibt keinen Technikbaum, halt, den du bauen kannst. Ja, okay. Die Nagekäferlarven werden sich nicht wehren und kannst du deinem Nest zurückgebracht werden, weil sie getötet hast. Sie liefern 25 Nahrung. Ja, gut, das waren die kleinen Larv-Dinger da. Das sind die Kämpferameisen, klar, haben wir schon rausgefunden. Okay, das waren die Moderkäfer, das waren die Schwarzen. Sobald ein Feld von sechs Feldern desselben Typs oder von Wänden umgeben ist, kann es verbessert werden. Wähle das Upgrade-Werkzeug. Verbessern? Das Upgrade-Werkzeug? Wir haben gerade kein Essen. Wir müssen uns Essen holen. Da lang. Dann können wir mal verbessern. Warte, bis die ganze Kolonie hier angedackelt kommt. There are intruders in the nest. Juhu!
Essen. Ja, das ist cool. Die räumen hier gleich ihren Essen auf. Wir tragen sie spazieren. So, aufwerten haben sie gesagt. Das Aufwertewerkzeug, alles klar. Das ist teuer. Das kostet 50 Nahrung. Ist halt die Frage, ob wir Klasse machen oder ob wir Wasser machen. Ich bin ja da eigentlich bei so Spielen ein Freund von Zergen. There are intruders in the nest. So, da könnt ihr schon mal aufräumen. Ein Feld, das von Feldern mit Level 2 umgeben ist, kann auf Level 3 verbessert werden. Jedes Upgrade macht die Ameisen, die das Feld produzieren, stärker. Auf Level 3 gibt sie zusätzliche Fähigkeit. Ordnet kann man hexagonal an und du gibst sie mit Wänden, damit du die Maximalzahl deiner Ameisen steigern kannst. Also hexagonal ist so im Sechseck, Achteck, irgendwas, ein Eck halt. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Wir haben immer noch nicht genug Essen. So, dann geht's hier oben weiter. Oh, das sind These wood mice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. So, diese, die Pheromone zugewiesen Ameisen können mithilfe der Schaltfläche rechts von Zuweisungsfeld beauftragt werden. Keine Nahrung oder nicht anzugreifen. Ja gut, hier nur Nahrung sammeln, nur kämpfen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht am Anfang. So, Landasseln. Ach, Landasseln heißen die Dinger. Das sind die, wo sich zu Kugeln zusammenrollen können. Die fand ich als Kind immer ganz toll. Mit denen habe ich als Murmel im Garten gespielt, wenn ich so gefunden habe, sich eine Kieseln. Es gibt 40 Nahrung, das ist sehr einträglich. Das ist nicht genug Nahrung. Ich habe immer noch nicht genug. Doch, jetzt habe ich genug. Also wenn der Zähler hier 5 von 6, das reicht nicht zum Upgraden. Wenn der Zähler voll ist, zum Beispiel 6 von 6, dann können wir upgraden, wenn wir genug Essen haben. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich ein Feld aufwerte, ich habe das aufgewertet und jetzt sind die hier auch auf 6 gesprungen. Das Essen ist schon wieder leer. Da wohnt ja noch Essen. So, Essen sammeln. Da könnten wir eigentlich eine Abkürzung schaffen, ne? Hier ist auch noch Essen drin. So, weiter upgraden. Guck mal, die kann man sogar schon auf Level 3 abrüsten, aufrüsten, 12 von 12. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. So, dann bauen wir doch da noch ein paar Brood Chambers hin.
So. Abkürzung bauen. Ja, hier wird's voll, ne? Mit Ausrufezeichen. So, 124. Na komm, ein Essen. Nee, will nicht. Dann geht's hier oben weiter. There are intruders in the nest. So. Njam, 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 essen. Schön tot machen und einlagern. Coole Sache. So, jetzt können wir doch upgraden. Genau. Dann dürften die hier eigentlich auch gleich upgradebar sein. Das ist jetzt schon. Ist noch schon wieder leer. There are intruders in the nest. Och, Massen, hey. Und Würmer. Das aber zu Hause. Siebenundsiebzig, 100, 90, 50. Perfekt. Mehr bauen. Solange wir Essen haben, können wir upgraden. So, das sieht doch schon einmal nicht schlecht aus. Dann buddeln wir mal hier hoch. Aber man könnte es natürlich noch eine Ameisenautobahn bauen. Damit die schneller laufen, aber ich sehe hier im Moment keinen zeitkritischen Einsatz. Ich nehme das Essen lieber für Ameisen zu bauen, weil hier ist doch noch einiges an Roten. Vor allem seht ihr hier, das sind große Ausrufezeichen. Hier sind kleine, die kennen wir, aber das sind auch große dazwischen und da habe ich die Befürchtung, dass da eventuell größere Gegner drin sind. Muss nicht sein, aber die Möglichkeit besteht. Da nutze ich doch dann lieber die Ressourcen, um Ameisen zu bauen und abzucraten. Die Nahrungslager sind voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gleich sind sie leer. So, da fehlt noch eins, damit wir upgraden können. So, wie sieht's denn hier aus? Essenstechnisch ist aufgeräumt, alles klar. Dann machen wir hier mal auf und statten hier dem Eckenbesuch ab. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ja, ja, die Predators, die sind gleich entpredatet.
Es ist halt mal ein ganz anderes Dungeon Keeper, wie man das so gewohnt ist. Zwölf von zwölf, sechs. Das Essen leer. Da gibt's mehr Essen. There are intruders in the nest. Und da kommt die Nahrung an. Sehr schön, die kann man aufwerten. 70 kann man aufwerten. Gehen wir hier rüber. Das ist kostenloses Essen. Jeder bitte mal einen einpacken. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Ja, ja, das Food kommt ja schon. So, da ist leer. Die brauchen auch Futter, um... Oh, wieder voll das Lager. Die brauchen auch natürlich Futter, um Ameisen zu produzieren. Nicht nur, um Kinderstuben zu bauen. Das heißt, man sollte clevererweise ein bisschen Nahrungsvorrat übrig haben. Damit, wenn Ameisen sterben, man auch neue bauen kann. Es ist ein bisschen sehr riskant, was ich da zusammenspiele, stelle ich gerade fest. So ganz ohne Puffer und Reserve. Wir könnten natürlich ein größeres Nahrungslager bauen. Das ist das letzte Essen, ne? So, dann lass uns doch da ein bisschen das Nahrungslager vergrößern. Weil jetzt kommt das letzte Gebiet mit den großen Ausrufezeichen. Das ist gut, wenn wir ein bisschen Puffer haben. Damit hier Ameisen nachschlüpfen können. So, die Königswächter oder Königsarbeiter, das sind sieben Stück da unten für Larven nachzulegen. Das müsste sich ausgehen. Die Königin hat hier auch, hier liegt auch noch Essen auf dem Boden, das ist nicht einlagerbar, weil die Lager voll sind, das passt aber. There are intruders in the nest. Oh ja, da ist ein riesen Käfer. Was haben wir denn jetzt? Jetzt geht's weiter, alles klar. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle. And it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen. The devil's coach horse is orientating the ants. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Lager ausbauen. Also diese Riesen-Cockroach-Teile da, die machen richtig
richtig essen. So, dann bau die zwei auch noch aus. So, da müssten wir eigentlich jetzt mit durchkommen. Das sind zwei große Ausrufezeichen, das heißt, das sind zwei Riesenteile. Wir probieren es einfach. There are intruders in the nest. Von der Größe her sind natürlich meine Ameisen taktisch im Vorteil. Die spucken Gift. Leben beide noch. Wir verlieren Ameisen. Wachsen wieder nach. Okay, sie sind tot. This Formica Fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the Queen is safe. Jo, unsere Ameisenkönigin ist gerettet. So, was gibt's denn? Zusätzliche Nahrung, zusätzliches Territorium, zusätzliches Gelee Royal. Gelee Royal brauchen wir natürlich für Upgrades zu kaufen. Territorium am Anfang brauchen wir mit Sicherheit nicht. Ach, das dreht sich mal mit ganz betrunken. So, dann beenden wir das Level. Alle Feinde sind tot. Ah, ist gut, das gibt Erfolge. Schau mal da. Schnelle Vorbereitung innerhalb von 17 Minuten. Da braucht man natürlich dann die Schnellstraßen. Und einmal auf Wahnsinn den Level gewinnen. Da haben wir Arbeit. Alles klar, zurück zum Formicarium. Jo, das ist unser erster Level gewesen. Ich fand's absolut schön. Erinnert mich so ein bisschen an die alten Dungeon Keeper Zeiten. Ich weiß noch, wie das Spiel rauskam. Ich habe das gesuchtet, bis der Notarzt kam. Es ist einfach eine schöne Reminiszenz. Es ist erfrischend, mal in einer Ameisenkolonie zu spielen. Man kennt diese kleinen Wuselviecher normalerweise nur, wenn sie einem die Marmelade oder den Honig vom Tisch klauen im Sommer auf der Terrasse. Aber ansonsten sind die ja irgendwo in ihren Erdlöchern verschwunden. Und es ist doch einfach mal lustig, so eine Ameisenkolonie zu steuern und selber Erdlöcher zu buddeln. Ich finde es einfach total süß gemacht. Total hin und weg von dem Spiel. Es gefällt mir einfach. Es ist ein kleines Indie-Studio. Muss man auf jeden Fall honorieren. Die Arbeit und Mühe, die da reingesteckt haben. Das möchte ich auf jeden Fall an meinem Kanal einfach gezeigt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht spielt der ein oder andere auch Empires of the Undergrowth ein bisschen. Es ist auf jeden Fall toll. Ich werde es weiterspielen. Lasst gerne eure Kommentare da. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt das einfach unten rein in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben. Ein Abo da, so rum. Dann bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt von Empyrion oder von hier Undergrowth. Oder was auch immer ich auf dem Kanal noch an Spielen vorstellen werde. Natürlich wird Empyrion beibehalten, keine Angst, das geht weiter, das ist unser Hauptspiel. Da werde ich weiterhin die Folgen täglich veröffentlichen. Aber wie gesagt, für einen Sonntagsausflug wollte ich das jetzt einfach mal gezeigt haben. Es ist meiner Meinung nach absolut wert, was es gekostet hat, das ist nicht teuer, gibt es auf Steam für ein paar kleine Euros. Unterstützt die Entwickler, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wie immer, haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.